Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, der Übergang der letzten Folge hat lange gedauert. Nun ist es schon sehr spät in der Nacht, würde ich mal sagen, mit den ganzen Planeten hier im Hintergrund. Aber wir sind am Zielort angekommen. Wir sind in der Nähe vom Drachenhort. Sei. Diesem vor Anker liegenden Schiff nachzuurteilen, sind wir nicht die Einzigen, die etwas auf dieser Insel wollen. Wie wollt ihr weiter verfahren? Es gibt ein Sprichwort der Drachengarde. Bereitet euren Konter vor dem Hieb vor. Anders gesagt, wenn jemand nach einem schlägt, sollte man dafür gewappnet sein, zurückzuschlagen. Ich rate auch dazu, dass wir unsere Truppen aufteilen, um so mehr Fläche abdecken zu können. Wohin soll ich für euch gehen? Ich habe nordöstlich von hier eine Höhle erspäht. Kundschaftet sie aus und stellt fest, wohin sie führt. In der Zwischenzeit suchen Casca, Aelia und ich nach dem Haupteingang zu diesen Ruinen. Die Höhle nordöstlich von hier durchsuchen. Verstanden. Aelia, Casca, ihr kommt mit mir. Bleibt dicht hinter mir und seid kampfbereit. Ich bin immer kampfbereit. Behaltet mir nur die Kleine im Auge. Ich kann auf mich aufpassen, wisst ihr? Ah, ja, es geht schon gut los mit dem ganzen Rumgezicke hier. Können wir eigentlich hinreiten, oder? Wenn sie denn reiten würde? Ich kann ja nicht reiten. Okay, na gut. Dann können wir nicht hinreiten, weil wir nicht dürfen. Achso, hier oben ist aber schon direkt der Eingang. Schauen wir doch mal, was für ein Gesocks hier alles rumläuft. Nein, ihr seid Löwen. Euch möchte ich nicht töten. Basti, halt sie nur auf. Töte sie nicht. Ich mag Löwen. Bei Wölfen finde ich das noch schlimmer, wenn dann immer da steht, man soll. Dieses Tor bewegt sich nicht. Hat jemand einen Schalter gesehen? Ja, hier oben. Habe ich gern gemacht. Schön, euch zu sehen, Kriegerin. Danke für die Unterstützung. Gerne, gerne. Ich laufe dann schon mal weiter. Oh, Moment. Hier ist noch ein Rucksack. So, Basti, kümmere dich mal bitte um die. Das Problem ist, wenn die uns hinterherlaufen, können wir wahrscheinlich weder den Hebel drücken, noch durch irgendeine Tür durchgehen. Ja, es war... Oh. Mann, hier auch noch eine Falle hin. Ich glaube, es hackt. Hallo? Haltet eure Stellungen. Oh, Entschuldigung. Ach so. Das war auf jeden Fall effektiv. Gut gemacht, meine Freundin. Gerne, sei gerne. Ich habe einen kurzen Moment gedacht, das waren unsere Freunde. Oh je. Der Orden des Neuen Mondes muss dem Drachen Narfala ein Ende bereiten. Er ist der Feind unseres Meisters, des allmächtigen Fürsten Lat-Voulon, und er weigert sich, dem Willen des Neuen Mondes zu unterwerfen. Aus diesen und anderen Gründen muss er vernichtet werden. Tut, was nötig ist, um den Ort einzunehmen, an dem er sich versteckt. Lasst euch von niemandem aufhalten. Kehrt nicht zurück, bevor die Gefahr nicht ausgelöscht ist. Möge sich der neue Mond über uns alle erheben. Ra-Kajin. Ich komme da immer noch nicht drüber hinweg. Ich dachte gerade, ich habe uns alle gebrutzelt. Also mich ja eher nicht, aber die anderen auf jeden Fall. So. Oh. Sehr schön. Damit ich mich da noch dran erinnere gleich. So. Ja, ihr steht da ziemlich blöd im Weg. Und ich glaube, euch sollte ich erstmal... Euch sollte ich wirklich erstmal wegmachen. Basti, komm mit. Vielleicht musst du noch jemanden aufhalten. Ganz sicher musst du noch jemanden aufhalten. Hui. Verdammtes Tor! Hallo, Sai. Ich stehe schon am Hebel. Bereitet euch vor. Da war ein Drache. Darf ich den Hebel jetzt auch mal drücken? Leute. Rein, sofort. Folgt der Bestie. Genau, folgt ihm. Hauptsache, ich muss ihm nicht folgen. Dann ist alles gut.
Wobei ich irgendwie befürchte, dass wir die anderen jetzt gleich treffen werden. Wer sind diese Leute? Und warum greifen sie uns an? Sie sind Gegner, die besiegt werden müssen. Nichts anderes zählt. Diese Banner, diese Motive, da gibt es keinen Zweifel. Das ist ein Drachengarde-Refugium. Wie kann es ein Drache wagen, diese heiligen Hallen zu entweihen? Umso mehr Grund für uns, diesen Drachen zu erschlagen. In der Tat. Es ist mir gelungen, die Bewegungen des Drachen nachzuverfolgen. Er sollte gleich dort vorn sein. Aelia und Kaska haben sich bereit erklärt, diese Halle zu bewachen, während wir uns weiter vorankämpfen. Verstanden. Ich folge euch. Wappnet euch, Kleine. Ich rieche, sie kommen. Wie viele? Spielt das eine Rolle? Sie werden alle sterben. Ich rieche, sie kommen. Oh Gott, die haben sich nicht gewaschen. Ist natürlich auch eine effektive Art und Weise, mit anderen zu kämpfen. Wo seid ihr, elende Bestie? Zeigt euch! Macht euch bereit zu sterben! Das Horn ist nutzlos. Wieso? Natürlich ist es das. Das ist mein Horn, Sterbliche. Sagt mir, wie es in euren Besitz kam. Meine Gefährtin wird mit euch sprechen, Drache. Aber eine falsche Bewegung und meine Klinge beißt zu. Sei es angriffslustig. Ich bin Nafala. Ich fürchte euch nicht, Jägerin. Wenn ihr nach einem Kampf trachtet, so sollt ihr wissen, dass er bis zum Tod sein wird. Ich würde mich jedoch lieber unterhalten. Woher habt ihr mein Horn? Der Drache, Valuk Zin, Stahl ist der Drachengarde. Jetzt haben wir es zurück. Su'ukorav. Dann war es Valuk Zin, der es vor mir versteckte. Sicherlich, um unseresgleichen vor der Macht des Horns zu beschützen. Was für ein ehrenwerter Narr. Und warum trachtet ihr danach, mich zu töten? Seid ihr eine von Ladbulons Sklavinnen? Wir kamen, weil wir dachten, ihr würdet Senchal angreifen. Wer ist Ladbulon? Mein ältester Feind. Ein Drache von großer Macht und mit bösen Absichten. Er hat einen Kult um sich geschart, der seinen Befehlen gehorcht. Und er hat unsere Brüder seiner Sache unterworfen. Wer sich ihm widersetzt, stirbt. Er hat vor, dieses Land zu vernichten. Und mich mit ihm. Dann werdet ihr Senchal also nicht angreifen? Warum sollte ich die Kath-Stadt angreifen? Sie bedeutet mir nichts. Nur Ladbulon zählt. Ihr habt viele der Anhänger meines Bruders unschädlich gemacht, weshalb ich euer Leben verschonen werde. Ihr dürft mein Horn behalten. Ich brauche es nicht. In Ordnung. Ich verstehe. Halt! Dieser Drache will uns nichts tun. Kein Kampf? Sind wir den ganzen Weg umsonst gekommen? Das steht noch nicht fest. Fürs Erste verteilen wir uns und sehen, was wir herausfinden können. Hey, jetzt lauft doch nicht wieder weg! Nun, das hatte ich bei meinen Plänen wirklich nicht berücksichtigt. Die Drachengarde war in ihrem Umgang mit den Drachen stets ganz unmissverständlich. Man jagt sie, man erschlägt sie, man benutzt ihre Teile. Doch dieser Drache verfolgt die gleichen Ziele wie wir. Welche Ziele teilen wir? Dieser Ladbulon trachtet danach, ganz Tamriel zu vernichten. Wenn Nafala ihn aufhalten will, würde ich sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wie das rotwardonische Sprichwort besagt, wenn wir einen Feind teilen, lassen wir unsere Klingen wie eine zuschlagen. Schlagt ihr etwa vor, dass wir ein Bündnis mit Nafala eingehen? Es mag mir nicht gefallen, aber Nafala besitzt Wissen über Ladbulon, das wir einfach nicht haben. Und die Macht eines Drachen zur Verfügung zu haben, ist etwas, was wir nicht leichtfertig wegwerfen sollten.
Ja, ich hätte Nafala lieber an unserer Seite, anstatt, dass er uns entgegensteht. Doch wir kamen hierher, um den Drachen zu töten. Unsere Mission war erfolgreich, meine Freundin. Sie endete nur nicht so, wie wir es erwartet hatten. Wir haben uns einen Zugang zur Insel gesichert. Wir haben den Drachen gefunden. Und wir haben dafür gesorgt, dass Senshal sicher ist. Zumindest vor dieser möglichen Bedrohung. Als Tagwerk ist das gar nicht so schlecht. Und jetzt verhandeln wir mit einem Drachen. Wir müssen mehr über diesen Drachen Ladvolon erfahren. Wenn er wirklich ganz Tamriel vernichten will, ist eine Allianz der beste Weg, diese Bedrohung zu beenden. Ich bin froh, eure Unterstützung hierbei zu haben. Schon jetzt war eure Hilfe von unschätzbarem Wert. Und wir haben ein entschlossenes, einhändiges Schwert vom Set Drachengarde Elite erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Wenn wir uns Ladvolon entgegensetzen wollen, werden wir mehr brauchen als nur einen einzigen Drachen. Wir brauchen einen Orden, der sich der Auslöschung dieser Bedrohung verschrieben hat. Die Zeit ist gekommen, die Drachengarde neu zu gründen. Habt ihr da schon einige Anwärter im Auge? Das habe ich. Die Mannschaft, der perfekte Sprung, hat uns schon einmal bei einer Drachenjagd geholfen. Ich würde gern nachfragen, ob sie sich uns für weitere anschließen würde. Sprecht mit Saji und erkundigt euch, ob er und seine Mannschaft ein Teil unseres Ordens werden möchten. Alles klar. Ich werde Saji fragen, ob er und seine Mannschaft sich der Drachengarde anschließen wollen. Hoffen wir, dass Saji unser Angebot ernst nimmt. Womöglich wird er nicht so recht daran glauben, dass wir seine Mannschaft gern als Teil der Drachengarde sehen würden. Ich kann es ja ehrlich gesagt selbst kaum glauben. Aber bei Leki, wir brauchen sie. Es ist eine Weile her, dass wir uns getroffen haben. Habt ihr in jüngster Zeit mit den anderen Gefährten gesprochen? Ich hatte viel zu viel zu tun. Beim Kampf gegen diese Dracheninvasion blieb wenig Zeit, um unter Leute zu kommen. Was ist mit Lyris? Wollte sie euch nicht helfen, die Abtei wieder aufzubauen? Ja, das hat sie auch. Eine Weile lang. Ich hoffte, sie würde sich meinen Bemühungen anschließen, die Weisheiten der Drachengarde zu bergen. Doch eine andere Sache rief meine Schneelilie fort. Etwas, das Lyris ihrem Empfinden nach unbedingt tun musste. Warum ist sie gegangen? Das hat sie leider nicht gesagt. Vielleicht war es etwas, das sie allein tun wollte. Oder womöglich befürchtete sie, ich würde meine Pflichten vernachlässigen, um mich ihr anzuschließen. Sie versprach allerdings, sie würde mir schreiben. Ich warte sehnsüchtig auf ihre Briefe. Ich prophezeie jetzt einfach mal, dass es Letzteres war, dass sie nicht wollte, dass er sich ihr anschließt, um da nicht wegzugehen. Und ich prophezeie einfach mal, dass wir sie in nicht allzu ferner Zukunft wiedersehen werden. Erzählt mir mehr über die Drachengarde. Die kaiserliche Drachengarde wurde vor Jahrhunderten von Rehman dem Ersten ins Leben gerufen, dem Gründer des Zweiten Kaiserreichs. Auch wenn wir nun die Techniken zur Drachenjagd dieses Ordens nachahmen, so war er dennoch ursprünglich als Ehrengarde für Rehman gedacht. Warum sollte die Ehrengarde des Kaisers aus Drachen jagen? Ich vermute, es hat etwas mit den akavirischen Ursprüngen des Ordens zu tun. Als die Akaviri in Tamriel einfielen, wurden sie von Rehman besiegt und schworen am Ende ihm und seinen Erben die Treue. Schließlich wurden sie zu seiner Drachengarde. Und welchen Zusammenhang gibt es zwischen den Akaviri und der Drachenjagd? Die Akaviri kannten in ihrem Heimatland eine lange Tradition der Drachenjagd. Und deshalb war die Drachengarde eben beides, die Ehrengarde des Kaisers und zugleich erfahrene Drachenjäger. Dieser Zustand währte fast 2 Jahrhunderte, bis zur Ermordung von Rehman III. Was geschah, als Rehman III. Ermordet wurde? Die Drachengarde wurde offiziell aufgelöst. Manche Mitglieder schworen dem Potentaten die Treue und dienten ihm als Meisterspione, während andere Söldner wurden. Es gab sogar Mitglieder, die weiter Drachen jagten, wenn auch in weitaus geringerer Zahl als zuvor. Haben unsere Gefährten eurer Meinung nach das Zeug dazu, Drachengardisten zu werden? Die Mitglieder der Drachengarde waren die besten Soldaten des Kaiserreichs. Sie waren Meisterstrategen, diszipliniert und ehrverpflichtet. Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass sie sogar die Besten der Besten waren. Wir hingegen haben eine Piratenmannschaft. Sie sind Schmuggler. Und wir haben auch noch die Tochter des Generals. Ja, wie konnte ich das vergessen? Ich habe die junge Aelia in ihre erste Schlacht geführt. Keiner von ihnen wäre meine erste Wahl gewesen. Aber sie haben ihre Hingabe an den Schutz Elsweyers und seiner Bevölkerung unter Beweis gestellt. Sie werden reichen müssen. Das hört sich ja nett an.
Erzählt mir mehr über die Drachengarde. Sagt er dann das Gleiche? Die kaiserliche Drachengarde wurde vor Jahrhunderten von Rehman dem Ersten ins Leben gerufen, dem Gründer des Zweiten Kaiserreichs. Auch wenn wir nun die Techniken zur Drachenjagd dieses Ordens nachahmen. Es ist so aber genau das Gleiche wie vorher. Ne? Ich vermute, es hat etwas mit den akavirischen Ursprüngen des Ordens zu tun. Als die Akaviri in Tamriel einfielen, wurden sie von Rehman besiegt und schworen am Ende ihm und seinen Erben die Treue. Schließlich wurden sie zu seiner Drachengarde. Das war jetzt neu, oder? Und welchen Zusammenhang gibt es zwischen den Akaviri und der Drachenjagd? Die Akaviri kannten in ihrem Heimatland eine lange Tradition der Drachenjagd. Und deshalb war die Drachengarde eben beides. Die Ehrengarde des Drachengardes wurde offiziell aufgelöst. Das haben wir auch schon. Ich hatte viel zu tun. Beim Kampf gegen diese Dracheninvasion blieb wenig Zeit, um unter Leute zu kommen. Ja, ihr habt mit niemandem gesprochen, nicht mal mit Lyris. Das hatten wir ja jetzt alles schon. Ich weiß nicht, warum die das dann nicht einfach abhaken quasi. Also dunkel machen. So, und das Schöne daran ist, wenn wir bis hier gekommen sind, dann haben wir diesen Bereich hier freigeschaltet. Dieser Bereich hier ist nicht das Schöne, sondern das, was ich euch gleich zeigen werde. Allerdings darf ich hier nicht runterfallen, das ist ein bisschen hoch. Hier kann ich aber runter. So, und zwar gibt es hier einen Wegschrein. Den legen wir jetzt mal sofort frei. Und das zeige ich euch direkt auf der Karte. Wir sind nämlich jetzt hier unten rechts auf dieser kleinen Insel. Das ist die Gezeiteninsel. Und wenn ihr bis hierhin gespielt habt, dann kommt ihr auch immer hierhin, um beispielsweise oben, das kann ich euch gleich mal kurz zeigen, noch die Errungenschaftssachen kaufen zu können. Und später, wenn wir etwas weiter hier, also hier ist erstmal der Dirtsch-Trupptor. Ich schätze, der Kapitän hat die Sprung zurückbekommen. Das tut er immer. Er hat sie nicht zum ersten Mal verloren, wisst ihr? Was macht ihr für Captain Saji? Im Grunde alles. Wenn es den alten Dirge nicht gäbe, würde dieses Schiff unter dem Gewicht von Dreck und Seepocken versinken. Nicht, dass das einem dieser Lumpen auffiele. Genug Getratsche. Ich muss nachsehen, in welchem Zustand die Sprung zurückgekommen ist. Gut, das hatten wir jetzt auch schon beim letzten Mal. Also offenbar ist es jetzt noch nicht freigeschaltet. Hier werdet ihr auf jeden Fall später die Dailies freischalten können im südlichen Elsweyr. Also noch eine dritte Daily sozusagen. Und ungefähr hier vorne steht normalerweise dann später auch eine Kiste, die ist so am Leuchten. Da könnt ihr dann einmal am Tag hingehen und könnt euch immer ein zufälliges, einen zufälligen Stil von hier holen. Bin hier nur gerade am Schauen wegen dem Buch. Ich glaube, das ist hier auf der Etage, ne? Irgendwo. Ne, das würde dann da liegen. Achso, Moment. Oder ist das hier? Ne. Dann schauen wir mal eins höher. Buch, Buch, Buch. Anscheinend war es noch eins da drunter, so wie es aussieht. Schade. Muss ich gleich nochmal gucken, wo das Buch jetzt genau ist. Es ist auf jeden Fall nicht hier oben. Aber hier oben wäre dann der Platz, wo ihr dann später auch die da ist es, glaube ich, ne? Ja, genau. Wo ihr dann später auch die Errungenschaftssachen kaufen könnt. Die Geschichte vom Meister Zoarym Teil 2. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Wie immer einfach kurz Pause klicken. Und euch alles durchlesen, was hier angezeigt wird. So, dann habe ich das Buch sehr schön. Es war dann doch ein bisschen verzwickt, da ranzukommen. So, jetzt ist die Frage, wo finden wir jetzt Saji? Der ist irgendwo hier am... auf dem Schiff sogar, so wie es aussieht, oder? Nee, hinter dem Schiff, ne? Nee, doch auf dem Schiff. Saji wusste, dass sein Bauchgefühl recht hatte. Nur große Krieger können Drachen zähmen. Meint ihr, diese Kreatur wird uns auf sich reiten lassen? Oh, nein, nein, wir fragen lieber nicht. Dieser will ja nicht unhöflich sein.
Sai-Sahan möchte gern, dass sich eure Mannschaft uns als Mitglieder der Drachengarde anschließt. Wirklich? Ach, nun ja, natürlich möchtet ihr das. Wer würde nicht den wagemutigen Saji an seiner Seite haben wollen? Das Angebot ist verlockend. Wer immer diese Drachen besiegt, dessen Name wird für Generationen von den Mondsängern gesungen werden. Wollt ihr etwas Zeit, darüber nachzudenken? Saji ist niemand, der zaudert, Wanderin. Nicht, wenn ihn eine Fremde bittet, sie zur Insel eines Drachen zu bringen. Und gewiss nicht, wenn diese gleiche Fremde ihm Ruhm und Ansehen verspricht. Die Mannschaft der Perfekter Sprung wird sich eurer Drachengarde anschließen. Vielleicht solltet ihr erst eure Mannschaft fragen. Ah ja, Saji wird mit der Mannschaft sprechen. Es gibt allerdings zwei Mannschaftsmitglieder, mit denen ihr vielleicht persönlich sprechen wollt. Dirge Truptor, der Kaiserliche mit dem Wieselgesicht, und die schöne Chisbari. Ihre besonderen Talente könnten sich als interessant erweisen. Vielleicht werde ich das. Die Drachengarde? Aha. Wer ist jetzt ein nichtsnutziges Großmaulmutter? Doch ihr seid sicher mit dem Drachen beschäftigt, oder? Saji wird in eurem Namen mit der Mannschaft sprechen, wenn ihr keine Zeit habt. Überlasst das Saji. Erzählt mir mehr über Dirge Truptor und Chisbari. Warum könnten ihre Talente mich interessieren? Dirge Truptor hat mehr schlaue Bücher gelesen als der gesamte Rest von Sajis Mannschaft zusammen. Nun, das sagt nicht sehr viel, weil der Großteil der Mannschaft nicht lesen kann. Die Drachengarde hat viele Dinge geschrieben, ja? Vielleicht kann er euch helfen, sie zu lesen. Das Studium von Techniken der Drachengarde wäre hilfreich. Sonst noch etwas? Nun, Dirge kennt schrecklich viele Leute. Er hilft uns stets dabei herauszufinden, wem wir vertrauen können und wie wir jenen aus dem Weg gehen, die uns schaden wollen. Vielleicht kann er euch dabei helfen, irgendwie eure Gegner im Blick zu behalten. Und was ist mit Chisbari? Ah, Chisbari, die Hauerin, wie man sie nennt. Ihr werdet das schon noch verstehen, wenn ihr sie das erste Mal im Kampf seht. Abgesehen von Casca gibt es niemand Verlässlicheren an Bord der Sprung. Gebt ihr eine Aufgabe und sie wird sie erfüllen, ja? Glaubt ihr, eure Mannschaft ist der Herausforderung gewachsen, Teil der Drachengarde zu sein? Saji hat nicht den geringsten Zweifel, nicht einmal den allergeringsten. Für euch und den Bärtigen mögen wir nur Schmuggler sein. Doch das Lied unserer Herzen ist eines von der Sehnsucht nach Abenteuern. Sie werden dem Ruf alle folgen, dieser ist sich sicher. Und meint ihr, dass sie dazu geeignet sind, Drachen zu jagen? Das Leben auf hoher See ist nicht leicht, Wanderin. Man muss in der Lage sein, sich in Windeseile an neue Dinge anzupassen, wenn man seine vielen Gefahren überleben will. Stürme, angreifende Schiffe, Seeschlangen. Die Mannschaft der Sprung wird genauso bereitwillig lernen, wie man sicher die Gefahren durch Drachen übersteht. Ihr scheint großes Vertrauen in eure Mannschaft zu haben. Natürlich! Saji ist schließlich ihr Kapitän. Dieser ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft zu den größten Drachengardisten wird, die je über die Sande von Elsweyr gewandelt sind. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja, das wage ich aktuell noch ein bisschen zu bezweifeln, dass es tatsächlich die Größten werden, aber sie werden sicher nicht schlecht werden. Also das denke ich schon. Jetzt muss ich mal gucken, ist das da hinten nicht... Achso, nee, doch nicht. Dann ist das die große, glaube ich, gewesen, die ganz oben ist. Muss ich jetzt nur erstmal wieder hochkommen. Moment. So, die hier hinter den Vorhängen eben stand. Was wollt ihr? Saji meinte, ihr könntet vielleicht der Drachengarde helfen.
Das ist keine Überraschung. Diese ist die einzige hier, die ein Hauptbuch führen kann. Ihr jagt Drachen. Shizbari findet heraus, wo die Drachen sind und reimt sich zusammen, was man mit allen Teilen anstellt, die ihr zurückbringt, ja? Das ist der offensichtlichste Weg, euch zu helfen. Klingt logisch. Ich lasse euch wieder an die Arbeit. So, dann haben wir hier unten, das ist, glaube ich, der, mit dem wir eben schon gesprochen haben. Mit dem können wir meines Wissens nach nochmal sprechen jetzt. Genau. Ja. Seht ihr nicht, dass ich lese? Oder es zumindest versuche? Nach welchem Buchstaben sieht das für euch aus? Sieht aus, als wäre das akavirisch. Oh, ich dachte schon, es wäre irgendeine Form von Verschlüsselung. Nun, ich schätze, jetzt habe ich Zeit. Was wollt ihr? Sagi sagte, ihr könntet uns helfen, die Drachengarde wieder aufzubauen. Der Kapitän sagt eine Menge Dinge wie unermessliche Reichtümer und kinderleicht. Und jetzt jagen wir Drachen, als wären sie verfluchte Himmelswale. Zumindest tut ihr das. Ich habe in Büchern nachzuforschen. Wer hätte gedacht, dass Lesen so nützlich sein kann? Welche Art von Nachforschungen betreibt ihr? Alles über die Drachengarde. Bücher darüber, wie man Drachen tötet, ohne gefressen zu werden, hoffe ich. Wenn ich ein paar Spuren auftue, könnte ich eure Hilfe dabei brauchen, ihnen nachzugehen. Falls ich irgendetwas über diese Fanatiker vom neuen Mond höre, wo ich schon dabei bin, lasse ich es euch wissen. Ich lasse euch dann mal weitermachen. So, dann haben wir noch unsere Tochter des Generals. Ich fasse es nicht, dass wir im Refugium der Drachengarde sind. Mein Vater hat mir Geschichten über den Orden erzählt, als ich klein war. Beschützer des Kaisers, Drachentöter, wagemutige Abenteurer. Es war alles ziemlich aufregend. Wie würde es euch gefallen, euch der Drachengarde anzuschließen? Ihr wollt, dass ich eurem Orden beitrete? Ich meine, das soll nicht heißen, dass ich nicht will. Natürlich will ich. Ich möchte meine Heimat beschützen, ehe die Drachen sie vernichten. Ich dachte nur, ich hatte nicht erwartet, dass ihr mich bittet zu bleiben. Oh, sie sah gerade irgendwie so richtig süß aus, weil sie so verlegen war. Wenn ihr euch uns anschließen wollt, seid ihr gern willkommen. Doch es wird nicht leicht werden. Wir stellen uns der Finsternis der Furcht, um das Licht der Tapferkeit zu finden. Das ist etwas, was meine Mutter immer zu mir gesagt hat. Ein altes rotwardonisches Sprichwort, meinte sie. Ich werde mich eurer Drachengarde anschließen und mein Zuhause beschützen. Ihr habt mein Wort. Ich finde das einen echt tollen Spruch, den muss ich mal kurz screenshotten. Dann ist es beschlossene Sache. Ihr gehört nun der Drachengarde an. Ich muss gestehen, unsere Drachengarde wird gerade etwas bunt zusammengewürfelt. Vielleicht würden Uniformen helfen? Wir haben nicht viel miteinander gesprochen. Erzählt mir von euch. Ich habe meine Kindheit in Cyrodiil verbracht. Mein Vater war ein Kommandant unter Kaiser Leovic und meine Mutter eine rotwardonische Botschafterin. Ihr Name war Sadala. Ich tat mich schwer, meinen Platz unter meinen Gleichaltrigen zu finden. Woran liegt das? Sie stellten immerzu in Frage, wer ich war. War ich eine Kaiserliche? War ich eine Rotwardonin? Sie wollten mich in eine hübsche kleine Schublade einsortieren, aber ich habe nie ganz in eine hineingepasst. Jedenfalls schloss ich meinen Vater der Kolovianischen Revolte an und wurde von Kaiser Varen in den Rang eines Generals erhoben. Also optisch, muss ich sagen, sieht sie doch sehr wie eine Rotwardonin aus, wobei die Haare vielleicht eher zu einer Kaiserlichen passen würden. Wie seid ihr in Senschal gelandet? Vater erhielt den Befehl, nach Senschal zu gehen und beim Wiederaufbau zu helfen. Er hatte gar nicht vor, mich mitzunehmen, da ich damals erst 13 Jahre alt war. Dann starb meine Mutter und alles wurde anders. Ihr wolltet nicht von eurem Vater getrennt werden? Ha, genau. Und eine neue Stadt half mir dabei, nicht mehr an andere Dinge zu denken. Ich fühlte mich in Senschal so willkommen. Die Khajiit haben nie in Frage gestellt, wer ich bin oder woher ich komme. Für sie war ich einfach nur Aelia. Das war alles, was zählte. Ja, und so soll es auch sein. Kaska. Unsere mysteriöse Mannschaft ist verschwunden.
Also die Mitglieder, die noch lebten, sind verschwunden. Das waren Drachenkultisten, ja? Das würde ihre Gewandung erklären. Dieser Lat Vulon scheint schwarz zu mögen. Sessa Hahn möchte die Drachengarde neu gründen. Werdet ihr eines der ihrer Mitglieder werden? Ach, nun gut, ich trete eurem Orden bei. Das war jetzt aber nicht sehr positiv. Das war eine rasche Entscheidung. Warum sollte ich zögern? Diese Drachen haben viele von meinen Leuten umgebracht und ich kann nicht allein gegen sie kämpfen. Also werde ich euch helfen, die Bestien zur Strecke zu bringen. Eine einfache Entscheidung, ja? Schön, euch dabei zu haben, Kaska. Die Drachengarde war ein ziemlich strenger Orden, ja? Ich bezweifle, dass sich unsere Mannschaft an viele Regeln halten kann. Vielleicht müssen wir ein paar Dinge ändern. Das geht ja gut los. Warum seid ihr euch so sicher, dass ihr euch der Drachengarde anschließen wollt? Ich habe schon vielen Gegnern gegenübergestanden. Nichts war zu groß oder zu mächtig für mich, als dass ich es nicht hätte herausfordern können. Ich habe nicht immer gewonnen, doch zumindest konnte ich immer kämpfen. Als die Drachen kamen, entsprach das nicht länger der Wahrheit. Warum kämpft ihr denn jetzt gegen sie? Warum flieht ihr nicht oder versteckt euch? Ich würde lieber auf den Sanden von Peletine sterben, als mich auf fremdem Grund irgendwo zu verbergen. Dies ist eine Gelegenheit für mich, mich zu behaupten, und ich werde sie nutzen. Und außerdem, wenn ich eure Sache für hoffnungslos hielte, hätte ich einfach Nein gesagt. Ja, das ist ja nett. Ihr seht übrigens das Zeichen da hinten. Das hier, das ist von dem Set Alte Drachengarde. Da kommen wir jetzt allerdings noch nicht hin. Später im Laufe der Geschichte könnt ihr dann hier durch diese große Tür da im Hintergrund gehen. Und dann könnt ihr entsprechend auch das Set selber herstellen. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass das aber erst ging, nachdem wir komplett die Geschichte durchgespielt haben. Wo sind wir denn jetzt hier? Moment, jetzt bin ich wieder rausgelaufen. Hä, jetzt bin ich im Kreis? Nee, ich bin doch gerade hier hochgegangen. Nafala und ich sind zu einer Einigung gelangt. Wir werden zusammenarbeiten, um Lat Vulon zu besiegen. Aber nur das. Sobald die Schlacht gewonnen ist, wird Nafala diese Lande friedlich wieder verlassen. Nun, was hat Saji denn zu meinem Vorschlag gesagt? Saji hat eingewilligt, sich unserer Drachengarde anzuschließen und in unseren Namen mit dem Rest der Mannschaft zu sprechen. Hervorragend. Ich werde die Einzelheiten mit ihm und seiner Mannschaft besprechen. Nehmt für eure Unterstützung beim Aufbau einer neuen Drachengarde bitte diese Belohnung. Ah, und sprecht mit Nafala, wenn ihr einen Augenblick Zeit habt. Er hat um Unterstützung bei einer kleinen Angelegenheit gebeten. Ja, und wir erhalten einen robusten Ring vom Set Drachengarde Elite und einen Fertigkeitspunkt. Und ich würde das Ganze jetzt mega, mega gerne weiterlaufen lassen, aber die Folge ist schon ziemlich lange und ja, jetzt geht es auch wieder in ein neues Thema rein. Neu in Anführungszeichen, es geht immer noch um die Drachen und das südliche Elsbein natürlich. Deswegen machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich guckt der Drache mich da nicht mehr ganz so grimmig an. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.